Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf auch von meiner Seite als Schulleiter Sie ganz herzlich bei diesem Matura-Ball unserer 8. Klassen und unserer Maturantinnen und Maturanten ganz herzlich begrüßen. An dieser Stelle darf ich auch die Grußworte unseres Herrn Bürgermeisters weiterleiten, die Herr Stadtrat Kurt Hohensinner uns überbracht hat und der bei uns ist mit seiner Gattin. Herzlich willkommen. Gleich zu Beginn möchte ich mich bei den Maturantinnen und Maturanten bedanken für eure aufwendige Organisation und eure intensive Vorbereitung, auch den Eltern im Hintergrund, die sicherlich hier auch ganz intensiv mitgewirkt haben. Vielen Dank dafür. Bereits bei der klassischen Bolognese haben wir gesehen, dass es sich absolut auszahlt, heute da dabei zu sein. Wir freuen uns schon dann auch auf die Fortsetzung. Als ich heute hereingekommen bin, habe ich schon jede Menge Schülerinnen und Schüler aus dem BAG Kepler getroffen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich natürlich auch, dass so viele Verwandte, Freundinnen und Freunde dabei sind, die heute mit uns gemeinsam dieses Fest feiern. Ein deutliches Zeichen gelebter Schulpartnerschaft ist auch, dass so viele Kolleginnen und Kollegen, Professorinnen und Professoren des BAG Kepler heute hier sind. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Und die große Kepler-Familie wäre nicht komplett, wenn wir nicht auch hier die ganz vielen Absolventinnen und Absolventen hätten, die heute auch mit uns feiern. Herzlich willkommen! Nun aber zu den Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse, unseren kommenden Maturantinnen und Maturanten. Mir hat euer Motto sehr gut gefallen. Ignite the night. Nicht nur, weil ich selber nachtaktiv bin, arbeitend wohlgemerkt, sondern weil mir vor allem euer zweiter Satz sehr gut gefallen hat, der sehr gut zu euch passt. Nämlich, wir treten aus dem Schatten. Für mich seid ihr nämlich schon längst aus dem Schatten getreten. Und zwar einerseits durch viele exzellente Leistungen, durch euren Fleiß in den letzten Jahren und auch andere, die es vielleicht nicht so ganz leicht hatten, haben es geschafft bis zur 8. Klasse. Herzlichen Glückwunsch fürs Durchhalten. Ihr seid also alle aus dem Schatten ins Licht getreten. In ein paar Fällen vielleicht seid ihr auch ein bisschen im schrägen Licht erschienen, wenn ich an so manche Besprechung bei mir im Konferenzzimmer denke. In der Vorbereitung auf den heutigen Tag ist mir noch ein zweites Wort eingefallen, das sehr gut auf euch passt. Und zwar das Wort kreativ. Ich denke zum Beispiel, einige von euch habe ich nämlich im Unterricht gehabt, an eure tollen Leistungen im Informatikunterricht. Ihr habt großartige kreative Leistungen zusammengebracht, an die ich selbst nicht einmal gedacht habe. Ihr wart aber durchaus auch kreativ, wenn ihr einmal das Gefühl gehabt habt, der Lehrer schaut nicht zu. Da waren dann andere Inhalte auf dem Bildschirm. Ganz besonders kreativ habe ich euch empfunden im Zusammenhang mit einem Kunstprojekt. Und zwar das Kunstprojekt Die Ampel. Ja, dieses Kunstprojekt hat dazu gedient, auf kreative Weise ich sehe schon, Sie kennen es schon die meisten, ich sage es nur für die, die es noch nicht kennen, da ist darum gegangen, wie man auf kreative Weise einen Zebrastreifen drüber gehen kann, überqueren kann. Das Ganze wurde gefilmt und ins Internet gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass daraufhin ich fast eine Anzeige von der Polizei bekommen hätte, weil jemand im Internet das so empfunden hat, dass ihr lieber in die Schule gehen sollt und nicht auf der Straße herumkaspern sollt. Und ich hatte meine Mühe, diesen Mann dazu zu bringen, dass er von einer Anzeige absieht. Aber am nächsten Tag in der Früh
habe ich einen Anruf aus dem Unterrichtsministerium bekommen und ein Ministerialrat hat mir mitgeteilt, dass er noch nie so geniale Schüler erlebt hat wie die, die hier eben mitgewirkt haben. Also eure Strahlkraft reicht also schon ziemlich weit. Gewisse Kreativität habe ich dann auch gespürt beim Ausfüllen von so manchen Entschuldigungszetteln oder beim Erfinden von Gründen, ob es nicht doch vielleicht möglich wäre, mit 50% Anwesenheit in der Schule doch noch eine positive Note zu bekommen. Also ganz nach der Devise, wo Licht ist, ist zwar auch Schatten, wir nehmen aber nur das Licht. Und anders als bei Glühbirnen, die leicht aus der Fassung gebracht werden können, habt ihr weitergestrahlt. Und man kann, konnte und kann euch nicht wirklich böse sein. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nun euer Motto noch um einen Satz erweitern. Und zwar, ein Satz zu eurem Motto: Ein Licht, das von innen leuchtet, kann niemand löschen. Bevor ich aber jetzt zu philosophisch werde, kehren wir schnell zurück zum Nun und Jetzt und genießen die Kreativität eures Maturaballs. Dazu wünsche ich uns allen gute Unterhaltung.